Hallihallo. Ich muss hier unbedingt noch mal runter. Nein, einfach meine Tastenkürzel fürs Aufnehmen sind so. Und ich kann das Spiel nicht in Ruhe lassen, deswegen muss ich noch mal hier lang fahren. Na ja, gut, dann sehen wir jetzt mal, was passiert. Und zurück bei Omno. In die Wüste sozusagen. Ist hier gut, Kleines? Hey. Nein. Nein. Oh. Ich sogar Angst. Ich hab mir sogar den OST zugelegt. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Oh, da vorne haben wir eine neue Fähigkeit. Wir können auch hier leiden. Oder surfen. Lasst euch leiden. Lasst euch führen. Traut das Licht. Also nicht unbedingt schwierig, ne, auf das Licht zu vertrauen und sowas, aber die Aussage, das. Schon wieder so, als wenn sie einfach blind den Stabträgern folgen würden als Volk. Vielleicht können wir uns jetzt hier irgendwie hin teleportieren? Ja. Das dachte ich mir. Ja, weil wir haben hier nichts und hier sind überall so eine weißen Dinge. Das erste Mal mit dem Kleb was machen. Okay. Ach, das E leuchtet, das muss gar nicht aufleuchten. Okay, alles klar. Ich kann jetzt einfach so machen. Ob sich das Spiel wieder einfallen lässt oder die Entwickler sich einfallen lassen, dass man dann so ganz schnell hintereinander, so mitten im Flug. Kannst du mir vorstellen, ne? Wenn man jetzt schon so eine Mechanik ins Spiel einbaut, dann der Rest ja nicht mehr weit. Sag ich doch. Genau sowas werden sie sich einfallen lassen. So klar.
Flugsaurier! Okay. Hätte ich länger warten sollen? Ist der uns jetzt böse? Hättet ihr fertig essen können? Jetzt hinter mir her? Ja, wie cool ist das denn? Okay, ein Mundstück. Kaloops, flink und agil. Sie sind sehr sozial, aber kaum zu zähmen. Ich will die auch nicht zähmen. Denen geht's gut hier. Was könnte ich denn noch Besseres bieten? Vom Wind sanft bewegte Sand schleift die Felsen. So einfach. So ehrlich. Wie das Licht selbst. Ich muss meinem Volk ins Tor folgen, doch der Glanz dieser Welt verlangsamt meine Schritte. Verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich sehr gut. Das ist wirklich alles sehr hübsch gemacht hier. Unser kleiner grüner Freund hier, der hilft uns immer ein bisschen, ne? Den sogar ab und zu streicheln. Mein Leben ist perfekt. Strubs. Klein, rund und schüchtern. Vergraben sie gerne ihre dürren Beine. Sand und ziehen nur weiter, wenn es absolut notwendig ist. Dann habe ich es, glaube ich, jetzt dazu gebracht, absolut notwendig, irgendwas zu tun. Entschuldigung. Nugions. Sie suchen die Aufmerksamkeit der Artgenossen, indem sie mit den Schwänzen wackeln. Schreckhaft. What the frick? Abenteuer. Ich sag doch, das ist hier wieder sowas. Okay, ich glaube, das hier ist etwas schwieriger jetzt schon. Kaklutulus?
Verglut Dulos, echt jetzt? Es ist nicht bekannt, ob die Kleinen seine Nachkommen sind oder sie ihn als Anführer verehren. Paklutas. Perfekt an ihre Umgebung angepasst, haben sie dennoch Schwierigkeiten, sich für längere Zeit nicht zu bewegen. Ich dachte, wenn ich hier vielleicht alle jetzt einmal... Jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt hier... Es scheint hier einiges Zeitgesteuertes zu sein. Au. Ja, gut. Danke fürs Gespräch. Ich stolper hier eigentlich jetzt gerade nur in der Gegend rum, ne? Ist euch bewusst. Dazu. Ist das dein Ernst? Ist ja gemein. Erst muss man die anderen Sachen noch so gut es geht machen. Schönheit um mich herum. All die Wesen, all die Verbindungen. Unter mir die ausgetretenen Spuren der großen Wanderung. Wir lösen uns, verlassen diese Welt. Etwas Größeres wartet auf uns. Weiß ich nicht. Kuckuck. Ja.
weiß nicht, irgendwas scheint mir hier noch zu fehlen. Irgendwas scheint mir noch zu fehlen. 71. Ist noch ein Orb. Wie komme ich da? Au. Ich bin da zu weit. Da kann man nicht drauf. Das ist klar. Ich nicht hier auch irgendwie was anmachen können? Also bei dem da? Und dann irgendwie darüber zu hüpfen? Oha, okay, da haben wir jetzt ja, das ist mal ein größeres Rätsel. Zumindest für mich gerade. Ach, ich komme doch hier hoch. Ich bin ja aber auch ein. Jo, ein Klopfkopf. So. Ah, manchmal brauche ich auch ein paar Minuten mehr. Da drüben noch eins. So, und da ist dort das Licht. Also muss ich mich doch dorthin teleportieren können. Oh. Hä, das ging doch sonst immer mit dem Ding. Hallo.
So ist das geplant. So, okay. 94. Das heißt, hier muss noch irgendwo ein Buch rumlaufen. Das irgendwo ist da drüben. Gut, das war ja einfach. Heulender Wind scheint mein Wandern zu beklagen. Doch Schritt für Schritt nähere ich mich dem prophezeiten Land in großer Hoffnung auf ein klagloses Leben im Licht. Okay, also anscheinend waren sie der Meinung, dass es denen hier irgendwie ja nicht so gut ging. Sie dann ein besseres Leben hätten, eventuell unter Umständen irgendwie. Wenn sie da in dem neuen. Ja, in ihrem neuen Leben wären. Im neuen Land. Das kann es aber eigentlich nicht gewesen sein, oder? Dass ich das hinbringe. Ich hab doch springen geklickt. Okay. Reicht. In Ordnung. Ich höre ja schon auf. Also, na gut, dann muss ich etwas weiter hinten abspringen. Nützt alles nichts. Ey, die ganze Zeit lief es gut und jetzt stelle ich mich so an. Was ist hier los?
wahr sein. Ja. Ja. Was hier passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.